Wie wär's denn mit jetzt gleich, nein? Ja doch, jetzt gleich nehme ich hier bei Baldur's Gate 2. Herzlich willkommen zurück. Da sind wir wieder mit unserer Gruppe, die ziemlich angeschlagen ist, wenn ich mir das so anschaue. Wir wollten hier rein, da ist so ein Beobachter bzw. der Direktor. Aber ich habe so ein bisschen meine Zweifel, dass wir das bewältigen können. Ich glaube, wir müssen davor erstmal nächtigen, denn die Dienerin der wir Natur sind... Ist bereit. Mag ich auch relativ ausgebrannt, glaube ich, ne? Gerade nochmal drüber gucken. Könnte mir nochmal so ein Waldgeschöpf rufen. Ja, das ist wahrscheinlich, wenn ich es noch schaffen will, vielleicht absolut notwendig. Machen wir das eben mal. Das war nochmal dieses Horn. Ah, Schockwelle. Okay. Interessant. Haben wir nämlich erst letztens bekommen, ne? So, wo ist denn die Gute jetzt? Ne, das ist Messi. Da steht sie. Schön in der Mitte. Na, dann wird es auch was mit der Gruppenheilung. Bitteschön. Wird jetzt zwar natürlich bei John und Messi jetzt nicht so krass reinhauen. Aber es ist wohl besser wie nichts. Wow, wir haben echt viel gezaubert, ne? Wenn ich mir das hier so anschaue. Da ist ja nicht mehr viel übrig. Ich könnte noch ein Feuerelementar holen. Einfach um den Kampf. War das nicht sogar... die absolut geilste Taktik, Feuerelementar gegen Beobachter. Bei dem Kult der Augenlosen hatten wir da doch auch schöne Vorteile daraus gezogen, ne? Oh, aber sie hat noch sehr viele Zauber. Feuerbälle fast noch gar nicht angerührt hier. Ja, hab ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass diese große Vollheilung noch da ist, aber... anscheinend nicht. Ne, gut, ich glaube, dann können wir doch noch was reißen. Probieren wir es doch mal mit dem Feuerelementar, ganz ehrlich. Ja. Dann werde ich mich hoffe, jetzt hier doch mal zurückziehen. Ich helfe, wo immer ich kann. Und wir holen mal ein niederes Feuerelementar. Vielleicht reicht das schon. Mal schauen. Damit wir das auch mal benutzt haben. Ups, habe ich mich jetzt wieder... habe ich den richtigen Zauber? Ich mache lieber nochmal. Feuerelementar. Go. Das Feuerelementar selbst kann keine Türen öffnen, oder? Ist es so clever? Wir gucken mal. So, ich speichere das mal ab. Ich glaube, bis so weit will ich es auf jeden Fall machen. Wo ist denn die Tür? Ne, ich kann es anscheinend nicht öffnen. Soll Minz die Tür öffnen. Ich gehe schon mal vor. Wir probieren es jetzt einfach mal. Wir gucken mal, wie es läuft. Kann ich es nicht steuern? Doch. Nur eben keinen Bock gehabt, sich zu bewegen anscheinend. So, los. Okay, zurück. Und du zum Angriff. Schafft ein kleines Feuerelementar einen Direktor? Ich weiß ja nicht. Hopp rein. Und Spaß haben. Hallo? Kämpft es? Aber muss ich dir... alles sagen. Das wird sich ja nicht einmal. Hallo, angreifen. Das kämpft nicht, oder? Ja, natürlich geht der jetzt auf Minsk. Wieso kämpft das Ding nicht? Moment, steht da unten was? Weil das ist eben genau der Vorteil. Feuerelementar war immun gegen meinen Schaden. Also gegen den Schaden des Direktors. Aber das bringt mir nicht viel, wenn das Feuerelementar überhaupt keinen Damage macht. Ansonsten wäre der Plan ja genial. Wobei ich doch, er hat Damage bekommen. Irgendetwas. Ich glaube, jetzt greift es an. Jetzt greift es an. Mach ich mal die Tür zu. Hey! Hallo! Oh, shit. Das ist ein bisschen gemein. Ich könnte ja auch mal raus aus dem Asteroidenregen, ne? Wäre eine Idee. Und hier sehen wir den Kampf. Das ist fast so spannend wie damals, wenn man auf Videotext die Bundesliga verfolgt hat, oder? Das war fast das Gleiche. Hör das auch nochmal auf? Ich will den Zauber auch haben. So, das sieht ganz gut aus hier. Der Direktor erleidet ordentlich an Schaden. Aber jetzt wird's ruhig. Zu ruhig. Nymphen beschwören beendet. Okay, wir saven das mal. Ich glaube, die Beschwörung ist vorbei. Ich glaube nicht, dass der Direktor tot ist. Oder was ist hier los? Okay, wie geht's dir? Schwer verletzt, immerhin.
Tschüss. es ist so mies, oder? Was kann Aber das seht ihr mal, wie gut selbst ein kleines Feuerelementar reinhaut. Ich mache den Spaß einfach nochmal. Wir machen uns da einfach die cheesy... den cheesy way. Dafür ist es doch da. So, ein weiteres Feuerelementar und der wird's dann auch richten. Vielleicht hätte es der eine schon sogar geschafft, wenn der einfach früher angegriffen hätte. Das war ein bisschen ärgerlich, dass der sich da so angestellt hat. Jetzt schon wieder. Geh da rein. Oder, ach, Minz steht im Weg, oder was? Meine Güte. Schnell, 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 schnell. Greif an. Jetzt greift er an, oder? Ja, jetzt kämpfen sie. Ich mach die Tür wieder hinter mir zu. Frech, wie ich bin. Ah, okay, weißt du was? Lass die Tür offen und geh. Kackzauber, ey. Ich will den auch haben. Shit, das Feuerelementar ist schon schwer verletzt. Aber er fällt! Der Direktor ist tot. Ja, Feuerelementar kriegt durch diesen Kristallhagel halt noch Damage. Was ist das denn für ein geiler Zauber? Vor allem, wie lang der geht, das fasziniert mich. Gut, das kann auch teilweise an der Stufe des Direktors liegen, dass es so lang geht. Okay, ich speichere das Ganze mal ab und guck vorsichtig rein, aber wir sehen ja schon, der Direktor ist tot. Hat es überhaupt keine Erfahrungspunkte gegeben? Direktor stirbt und da steht nichts von Erfahrungspunkten. Hm, okay. Der hat nicht mal Loot? Aber da geht's auch weiter, okay. Wohl deswegen. War halt eher so ein Wächter, ne? Die Natur könnte selbst hier Einzug finden, okay. Wenn der Ort nur gereinigt und das Gleichgewicht zurückgebracht wird. Okay, dann kommt mal alle mit. Sind, desto härter schlage ich zu. So, das hätten wir erledigt. Ich warte. Ja, mal gucken, welche Türen von diesen überhaupt aufgehen, welche Fake sind. Oh, geil. Minsk hatte schon die Ehre, neben zahlreichen Kriegern zu kämpfen. Aber noch nie war ich so beeindruckt wie von euch, Masi. Minz, du bist so gut wie tot. Ist das jetzt wirklich der Moment, um ein Schwätzchen zu halten? Ich muss das sowieso laden. Aber das Gespräch nehmen wir natürlich noch mit. Und was kommt nun? Ein Kommentar darüber, wie großartig ich doch für eine kleine Person bin? Eure Komplimente sind nur schlecht getarnte Beleidigungen. Oh je. Minz würde nie jemanden beleidigen, der ehrenvoll und auf der richtigen Stelle, Seite kämpft. Vielleicht seid ihr nicht so groß wie ich, aber das sind ohnehin nur wenige. Abgesehen davon, Bro würde eine Woche nicht mit mir reden, wenn ich auf Kleine losginge. Ich bin nicht geschickt mit Worten, aber ich werde hier und jetzt neben euch kämpfen. Ihr sprecht die Wahrheit direkt und offen aus, obwohl ihr mit der Sprache kämpfen müsst. Ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich dachte, ihr meint es übel. Nee, unser guter Minsk, der meint das ganz bestimmt nicht übel. So, wir laden nochmal. Können wir jetzt langsam mal mit der Metzelei anfangen? Ich denke, ich bin soweit. Und werden diese Falle natürlich entschärfen, sofern wir sie sehen. Jawohl. Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. So, hier, die Tür sollte auch echt sein. Es sieht zumindest aus, als ginge es da weiter. Bei den anderen Türen haben wir alles gecheckt, ne? Da waren Zellen, genau. Hier? Da könnte aber auch, da muss ich auch nochmal reingucken. Aber gut, jetzt machen wir erstmal hier weiter. Von der Map her schwer zu sagen, wo es wirklich weitergeht, ne? Na, mal abwarten, mal abwarten. Okay. Oh, ich muss wahrscheinlich jetzt eh gleich nächtigen, aber. Okay, das ist anscheinend wieder eine Sackgasse. Krass. Obwohl eine Falle drüber war, ne? Ist es eine Sackgasse. Faszinierend. Aber das hier ist keine. Was braucht ihr? Leichtfüßig und so. Okay, er checkt noch. Wir haben eine große Auswahl hier. Und keine davon hat eine Falle. Na gut, dann will ich das mal glauben. Ach, weißt du was? Dir geht's gerade so gut, Yoshino. Öffne du die Türen. Was haben wir denn hier?
Ein finsterer, düster Schrecken, den sollten wir noch hinkriegen irgendwie. Schick mal Minz und Jahera noch vor, in der ersten Reihe. Und dann schauen wir mal. Komm mal her. So, und jetzt alle auf ihn. Los geht's. Ja gut, das war jetzt zu viel Respekt anscheinend. Ich habe gedacht, der hält doch ein bisschen mehr aus. Ihr braucht meinen Rat, nicht wahr? Gut, schnapp ich mir da einen Ring und schau mal, was es hier noch gibt. Yoshimo ist bereit. Okay, ja, es ist halt tatsächlich ein großes Labyrinth. Oh ne, noch so ein Wächter. Aber haben die sich nicht als relativ einfach rausgestellt? Bei der Gruppe ist nichts mehr einfach, glaube ich. Okay, ich save. Ich darf nicht safen. Okay, macht nichts. Ich habe ja eigentlich gerade gesaved, bevor ich die Tür geöffnet habe. Gut, ich gehe mal mit denen, denen es noch gut geht. Moment, dann machen wir mal Pause. Dann stellst du dich dahin. Kann auch sein, dass er gleich aggro wird, ne? Ich warte auf euren Befehl, aber gerne. Egal. Wir schicken die schon mal rein. Schwerter, statt stürz dich in mein Schwert, böses, solange. Ich bin ein Wächter. Bekämpft wurde das Schicksal und tief hinab floh der Widersacher. Aber ein Volk trauerte um seinen gefallenen König. Der Sieg musste mit dem Ende einer Regentschaft bezahlt werden. Flammen nahmen den Anführer, denn andere konnten nicht sehen, was er sah. Hätten sie nur die Augen eines Königs gehabt. Ja. Und obwohl das schon lange, lange her ist, kämpfen die halt immer noch. Das schickt jetzt alle drauf hier. Schnell. Ah ja, das war die Kacke mit dem... Das ist gar nicht gut. Könnt ihr ihn bitte aufhalten, bevor ihr alle tot seid? Dann muss ich doch schlafen gehen. Schick mal die richtig stark Verletzten nochmal raus. Der Rest soll weiter angreifen. John, raus, habe ich gesagt. Macht ihr irgendetwas? Okay, ich dachte schon. Jahera raus. ich gehe schlafen. Wenn ich den Kampf überlebe, ich gehe schlafen. Versprochen. Komm, hau den noch weg. Komm, das wär echt schön, wenn wir den noch hinkriegen würden. Komm, mach hier mit dem Stab. Oder das ist ja nicht, das ist nicht der Heilstecken, oder? Luftstecken, ja. Ey, Luftstecken ist doch gegen den gut, oder? Er ist dem Tode nahe. Los, kommt. Ausruf. Kommt, das schafft ihr, das schafft ihr. Warte mal, wer ist hier noch stark verletzt? Nee, geht noch. Die halten das aus. Yeah! 8000. Oh mein Gott, ist die Gruppe wieder am Arsch. Ich warte. Holy shit. So. Ne, die haben sich jetzt echt den Schlaf verdient, möchte ich behaupten. Da werde ich jetzt auch nicht noch mit Feuerelementaren etc. rumeiern. Die haben es nötig, komm. Hoffentlich dürfen sie hier schlafen. Hier. Ja, das ist nicht ganz geschlafen. John hat irgendwie auch richtig geil gepennt, aber der Rest irgendwie noch gar nicht dafür. Toll. Wir haben Schattenscheusale. Sollte machbar sein. Wir schicken John vor. Was zu tun ist. Er ist der Einzige, der jetzt... Wieso hat denn John 100... Hä? Er hat 190 von 122. Das ist doch buggy wegen Lebensabzug, weil normalerweise hat er 190 wahrscheinlich. Wobei auch das kommt mir ein bisschen zu viel vor. Aber durch den Lebensabzug hat er eigentlich jetzt gerade nur 122. In der Nacht wäre das korrigiert, aber dadurch, dass wir jetzt in der Nacht halt unterbrochen wurden, hat er auf wundersame Weise gerade extrem viel HP. Ich glaube, das ist ein Bug. Aber egal, ist gerade ein Bug zu unserem Vorteil. Ich weiß nicht, ob wir die schaffen. Bei der angeschlagenen Gruppe, aber zur Not müssen wir halt nochmal laden. Ja, John, ja. Jetzt hat sich die HP leider wieder korrigiert nach unten. Aber das ist ja auch nur fair. Okay. Aber der Rest ist festgehalten. Ich hoffe, ein dummer Treffer und kann sonst was passieren. Aber hey, irgendjemand hat gerade eine Stufe bekommen bei den Gegnern. Gucken, ob die das überleben. Das sollte nicht sein.
Ach, das ist jetzt so dumm, ey, ganz ehrlich. Ich bin bereit. Will ich das nicht irgendwie festhalten, Zauber ist einfach so ekelhaft, oder? Nach wie vor. Zum Glück kommt da immer nur einer durch. Das ist gerade an der Türschwelle sehr praktisch. Aber das gilt natürlich auch für unsere Charaktere. Nochmal. Fernkampf. Bitteschön. Hast du auch Fernkampf? Na dann. Ich will doch nur schlafen. Jetzt wäre ich sogar mal bereit zu pennen. Geht's auch nicht, ey. Oh Gott, statt schon Charakter ist tot. Waffe unbrauchbar, echt? Na ja, gut, sind ja auch Schatten. Ja, da ist gleich ein bisschen schwierig, einen Pfeil durchzubohren. Ach nee, die Pfeile waren leer. Okay, dann nimm die. Mach weiter. Okay, der letzte. Hoffentlich geht's noch. Come on. Komm. Ja, weiter. Noch ist niemand tot. Wer greift denn da so mutig an eigentlich die ganze Zeit? Yoshimo mit 18. Ey, dieses Mistvieh müsste nur einmal richtig treffen, ne? Und dann kann ich den ganzen Schimmel nochmal laden. Aber es scheint zu funktionieren. Ja, wir haben's. So, wisst ihr was? Ich habe jetzt einen Masterplan, Leute. Kommt mal alle her. Ja, ich bin dabei. Jetzt macht ihr überall die Türen zu. Meine Verletzungen brennen. Ja. Aber ich glaube wohl, dass mein verletzter Stolz am meisten schmerzt. Dennoch, so schlecht haben wir uns im letzten Kampf doch nicht geschlagen. Ich wage es fast darauf zu wetten, dass wir noch ein paar Monate überleben, wenn wir weiterhin so vorsichtig sind. Ja, ne? Chahira vertraut mir. Das könnten wir, obwohl dies sicherlich nur eine kleine Rauferei war. Unsere Kämpfe dürften größer werden, wenn wir auf weitere Feinde treffen. Diese Aussicht scheint euch gar nicht zu besorgen. Unsere Tugend wird den Weg weisen. Wir werden nicht stolpern. Ja, immer wieder schöne Gespräche hier in unserer Gruppe. Und wir machen jetzt die Türen überall zu. Wir schotten uns ab. Dann wird uns auch nichts in der Nacht hoffentlich angreifen. Ist, wenn es denn sein muss. Warum? Hallo? Okay, dann mach doch die Tür zu jetzt. Hallo, ich drück doch. Stehst du im... Ich helf schneller als du stehst im Weg, deswegen. Ich warte. Geht mir aus dem Weg. Ich will doch nur die Tür schließen. Oh, Mann. Aber wisst ihr was? Es gibt jetzt für die Heldengruppe, aber auch für euch indirekt, eine gute Nachtgeschichte. Denn wir haben ja noch ein Buch, das wollte ich das letzte Mal nicht zum Schluss lesen, sondern heute, um wieder ein bisschen in das Thema reinzukommen. Letzter Part ist ja leider auch schon wieder ein Weilchen her, aber da jetzt wieder ein bisschen mehr geplant ist, steigen wir doch in die Story wieder ein, denn es geht gerade um diesen König Strom der Dritte. Dieses uralte Schriftstück ist vergilbt und zerfällt beinahe in euren Händen. Es ist in einer Sprache geschrieben, die mit der Gemeinsprache, die heute gesprochen wird, nicht mehr viel zu tun hat. Einige Stellen lassen sich jedoch mit viel Mühe entziffern. Das Schriftstück beschreibt das Begräbnis von König Strom III. Und berichtet über die aufwendigen Maßnahmen, die ergriffen wurden, um sein Grabmal vor Grabräubern zu schützen. Die sicherlich bald versuchen würden, es zu plündern, da das Königreich durch Verrat und Intrigen zu zerfallen drohte. Offensichtlich hat der Sohn des Königs, Strom IV., die Anfertigung einer Maske vom Gesicht seines Vaters im Auftrag gegeben, die den Zugang zum Grab ermöglichen soll. Auf welchem Weg das funktionieren sollte, wird in dem Text aber nicht erwähnt. Es wird jedoch beschrieben, dass die Maske in 6 Teile zerlegt wurde und jedes Teil von einem Wächter geschützt wird, den der Wesir Strom beschworen hat. Diese Wächter sind angeblich nur dazu bereit, die Teile der Maske jemandem zu überantworten, in dessen Adern das Blut des Stroms fließt. Okay. Diese Wächter, beziehungsweise diese Djinns, die hauen wir ja schon die ganze Zeit um. Ich glaube, auf die Art bekomme ich keinen Maskenteil. Ich habe zumindest bisher, glaube ich, auch... Ah, doch. Doch, ich krieg das, okay. Ja, wir sind zwar nicht vom gleichen Blut, aber wenn ich euch umglaub, kommt ihr aufs Gleiche hinaus. Aber von dem letzten habe ich nichts bekommen, oder? Weil mir fehlen ja da noch 2 Teile. Moment mal, habe ich das liegen lassen? Ich guck mal eben nochmal schnell nach, weil das wäre ja peinlich. Ja, ich habe es liegen lassen, ich hält's.
Ein Glück, dass ich jetzt dieses Buch nochmal gelesen habe, sonst hätte ich das Teil gleich einfach liegen lassen. Hätte mich dann gefragt, hä, da geht ja nix. Hab doch alle Teile. Ja, von wegen. Jetzt haben wir nämlich erstmal hier die Totenmaske. Das ist immer ungefähr der gleiche Text, ne? Okay. Ja, okay, fehlt noch ein Wächter. Nice. Gut, dass wir das jetzt gelesen haben. So, wir haben uns eingesperrt. Dann sollte es ja mit dem Schlafen hoffentlich funktionieren. Mal schauen. Denn wir werden keine Spalte und. Das gibt's ja wohl nicht. Aus welcher Ecke kam die denn jetzt? Das ist ja wohl ein Witz. Was für ein Witz. Wenn die mich jetzt. Oh, wir sind halt dem Tode so nah, ne? Shit. Ich glaube, das wird diesmal nix. Irgendwie. Passiert hier gerade gar nichts. Muss mal laden. Ist auch nicht so schlimm. Würde es zwar lieber schaffen, aber. Noch stehen alle. Oh, obwohl. Einer noch. Komm. Wir haben gerade Glück, dass die auf John gehen. Weil der auf wundersame Weise halt regeneriert ist. Oder war. Apropos, warum sehe ich jetzt nur 4 Charaktere? Hä? Also, weil John im Festhalten-Modus ist. Okay. Aber ich sehe immer noch... Hä? Okay, die beiden. Alles klar, okay. Dann warten wir mal, bis die Dings weg sind. Ach ja, die Stufe von Aerie. Können wir auch mal noch reinhauen hier. Stufe erhöhen. Hier kam nichts dazu, aber wir bekommen... Gradzauber, wir haben 6. Gradzauber! Wir haben einen 6. Gradzauber. Gut, dass ich das jetzt noch mache, vor dem Schlaf. Das ist alles Schicksal, Leute. Wir haben zum absoluten Schicksalsschlag dieses Buch gelesen, damit wir wegen den Masken Bescheid wissen. Und jetzt den Zauber. Deswegen hat es mit dem Schlafen vorher nicht geklappt. Es ist alles Teil eines großen Plans. 2, 3... Nee, Priester war es, ne? Egal, ich guck bei allen. Ja, okay. So, ach Gott, okay, was machen wir denn hier? Ist mal wieder, ne, das Übliche. Was wir halt ständig brauchen. Hier ist ein Slot frei, ja. Krankheiten. Er hat sich nicht so bewährt, ne? Die Krankheiten, die wirklich nerven, die gingen ja nicht. So wie Lebensabzug zum Beispiel. Habe ich bestimmt aus gutem Grund rausgemacht. Ja, dann, nee, mach Heilung. Komm, wenn wir was brauchen, dann ist es immer Heilung. Ich weiß, das ist super langweilig, aber... Mal gucken, aber beim 6. Zauber jetzt werden wir vielleicht ein bisschen kreativer, weil jetzt haben wir hier mal was Schönes, oder? Luftdiener. Ein Luftdiener, also einfach ein Luftelementar. Zauber einen mächtigen Luftdiener herbei. Wobei, ist kein Elementar, ne? Luftdiener greift alle feindlichen Wesen an, wenn ihm der entsprechende Befehl erteilt wird. Bleibt in Kontrolle des an. Okay, ist auf jeden Fall, Beschwörung ist immer gut. Tiere beschwören 3 finde ich ein bisschen lame, ehrlich gesagt, aber Tiere herbeirufen, was ist da der Unterschied? Der Anwender 1 oder 2 riesige Bergbären. Ah ja, unterstehen seiner Kontrolle. Okay, klingt eigentlich interessant. Mit Hilfe dieses Zaubers erinnert sich der Anwender wieder an 2 Zauber des 5. Grads. Okay. Die an diesem Tag. Das ist interessant. Aber das wird bei mir dann immer Heilung sein und dann freut man sich da nicht unbedingt drüber. Aber wenn man damit taktiert, wenn ich zum Beispiel noch nichts gezaubert habe, außer zum Beispiel Massenheilung oder keine Ahnung, ja gut, was, ja, okay, vergesst, was ich gesagt habe. Wir lassen das mal. Falscher Sonnenaufgang. Ich weiß, wir haben das alles schon mal gelesen, aber es ist schon ewig her. Gegen Untote, ne? Boah, das ist aber auch geil. 6v6, das tut weh. So, sengende Kugel. Zauber eingesetzt wird, er schafft einen leuchtenden Stein. Muss diesen Stein möglichst rasch auf den Gegner werfen. Oh, das, wenn ich das werfen muss, dann lasse ich es lieber. Das ist dann, kommen dann so Granaten-Fails nur dabei raus. Heilung. Nee, wir machen... Boah, aber wenn ich damit Lebensabzug wegkriegen könnte, wäre schon geil, ne? Nee, ich will was hervorrufen. Dann gönne ich mir mal diesen Luftdiener, komm. Ob das ist, das dürfte kein Luftelementar sein eigentlich, kein klassisches.
Vielleicht ist es nochmal eine Stufe geiler. Mal abwarten. So. Jeder okay. Hamster hat mal seinen großen Tag. Dann, ja gut, wir müssen eigentlich nicht warten, bis John sich wieder bewegen kann. Er soll ja eh nur da liegen und schlafen. Versuchen wir es mal. Ich habe gesaved. Alle guten Dinge sind drei. Oh Mann, es ist echt schwer in diesem Ort zu schlafen, ne? Schwer, aber nicht unmöglich, hoffe ich zumindest. Ich meine, gut, solange wir nicht sterben, machen wir hier Plus. Aber das wird eine hässliche Narbe, ja, du sagst es, Yoshimo. Und wenn du jetzt gleich getroffen wirst, kann ich eh nochmal laden. Glück gehabt. Leute, kriegen wir es heute noch hin? Die Tür, die Fake-Tür kann ich übrigens nicht mehr zumachen. Oder? Nee. Ich habe nochmal gespeichert. Ich würde echt gern regenerieren. Es wäre bitter notwendig jetzt. Oh, geil. Wir haben es geschafft. 16 Stunden gepennt. Sag mir, in diesem kleinen, hässlichen Örtchen. So. Gut, die Gruppe ist fit. Die Zauber sind wieder da. Die Reise kann weitergehen. Ich hoffe, das bringt was. So, hier haben wir noch alles gecheckt. Danach wird es wieder neu. Da unten wartet ein düster Schreck auf uns. Ja, der kann gerne kommen. Habe ich kein Problem mit. Mal ein bisschen näher. So, okay. Positionieren wir uns schon mal. Und warten. Guten Tag. Das ging schnell. Aber, ne, er musste uns noch ein Festhalten auf Minz draufhauen. Das musste natürlich noch sein. Macht nichts. Solange der Stillstand hat, check ich hier nach Fallen. Hier ist man hier rein. Hinter mir, nicht wahr? Ich könnte mir vorstellen, dass es hier storytechnisch weitergeht. Ja, ja, doch, weil viel mehr kann nicht mehr kommen. Die Map ist ziemlich voll. Ach komm, ich guck doch nach Fallen. Ach man, gönn doch. Warum muss man dann noch so ewig warten, bis sie entdeckt werden, ey? Wofür? Ich weiß ja nicht, was ihr so alles vom Leben erwartet, aber ich als Schwert ja. Bin in meinen Wünschen ja ziemlich festgelegt. Wofür mag ich denn das, tanzen, wenn du nichts erkennst? Hä? Ach Gott, ich bin aber so lost, aber auch... Ich dachte, die wäre eher mittig gewesen. Anscheinend ist die schon recht am Anfang. Wie wär's denn jetzt mit einer zünftigen Prügelei, hm? Okay, stimmen wir uns dahin. Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Und warte. Er sieht sie nicht. Das gibt's doch nicht. Er entdeckt sie einfach nicht. Yoshimo, du enttäuschst mich. Hat ich sein Matt überhaupt gemaxt oder ist immer noch dran? Sieht man das hier? Nee, ne? Doch hier. Fallen finden 225. Ich glaube, das ist fast das Maximum. Und die sieht er nicht. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Keine Chance. Ich stand direkt davor, anscheinend. Dann muss ich das natürlich... Das sind noch mehrere. Sind das überhaupt Fallen oder sind das so Minen? Das kommt ja dauerhaft. Was ist das für ein Scheiß hier? Das sind keine richtigen Fallen anscheinend. Das ist einfach nur Scheiße. Ja, ist okay, Yoshimo. Es lag anscheinend nicht an dir. Es sind keine Fallen. Ja, stimmt. Bei einer Falle kommt auch immer so ein Klackgeräusch erst, ne? Und hier kommt ja gar nichts. Hier gibt's einfach nur Damage. Jetzt vielleicht. Vielleicht ist das auch der Weg, den man nur passieren kann, wenn man die 6 Masken hat. Das könnte natürlich auch sein. Dementsprechend gehen wir dann doch erstmal in den Weg. Okay. Ich denke, ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Oh, vorsichtig. Nein. Oh Gott, ey, das Geräusch, ne? Okay, da scheint nur noch ein Raum zu kommen. Gut, kommt mal nach, Leute. Sagt mir, was zu tun ist. Ich hoffe, das bringt sieht was. Ganz gut aus. Okay. Was braucht leichtfüßig und so?
Und da drin ist offensichtlich auch nichts. Dann hat sich auch erübrigt, was mit dieser einen Tür ist. Aber uns fehlt noch ein Wächter und ich glaube, der ist hier drin. Okay, alles klar. Der letzte Wächter, Freunde. Und dann ist da oben tatsächlich das Grab des Königs. Also war das alles dann doch ganz gut. Gut, dann kommt mal alle mit. Ich warte. Ich kümmere mich drum. Dann hauen wir den zu Brei, würde ich sagen. Nochmal safen und los geht's. Moin. Warte mal, gleich kommen. Attacke und Ruf. Und go. Augen. Kratz ihnen die Augen aus. Ich bin ein Wächter. Viele Troll fielen bei der Reinigung. Aber eine rote Schwinge kam auf ihrem Ruf hin zu Hilfe. Der Himmel brannte von Zorn und Feuer, bis es durch die Hand eines Königs aus der Luft gerissen wurde. Er sah die kraftlose und narbige Schwachstelle. Und er sah den Weg zum Ausgangspunkt des Feuers. Der Weg durch das Feuer führt zur wohlverdienten Ruhe. Der Weg durch das Feuer ist in seinen Augen klar. In meinen Augen bist du jetzt gleich tot. Oh, es tut jetzt natürlich wieder weh, aber ihm tut es, glaube ich, ein bisschen mehr weh. Hopp, komm, der hat nicht mehr viel. Waffe unbrauchbar, Messi, okay. Dann... Ah, okay, die Dinger waren nur wieder leer. Egal, du darfst auch gerne wieder in den Nahkampf übergehen. So. Sehr gut. Maskenteil. Wir haben alle. Und da tut sich auch was im Questlogbuch. Wir sehen sechs Teile. Moment, die Maske des Königs Stroms. Wo haben wir es denn? Oder ist das jetzt abgeschlossen und ist grau? Könnte natürlich auch sein. Da wir jetzt alle Teile haben. Ach, wenn ich hier draufklicke, will ich es gleich hier vor mir lesen können. Das ist so nervig. Das ist das Einzige, was mich nervt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das Questlog haben sie dumm gemacht. Ah, hier, es ist noch aktiv. Okay. Wir haben die sechs Teile von König Stroms Totenmaske endlich gefunden. Ich habe alle Teile genommen und sie persönlich zusammengesetzt. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, was wir damit tun können. Ja, wahrscheinlich durch den feurigen Gang laufen. Vielleicht kann das auch nur eine Person dann, wenn wir sie aufhaben. Das würde zumindest Sinn ergeben. Also, das ist die Maske von König Strom den Dritten. Dies ist die vollständige Totenmaske von König Strom den Dritten. Wenn ihr sie aufsetzt, verfärbt sich die ganze Welt vor euren Augen in seltsamen Farben. Vielleicht könnt ihr mit der Maske etwas sehen, was sich auf normalen Wegen nicht sehen lässt. Abgesehen davon scheint sie über Fähigkeiten zu verfügen. Über keine Fähigkeiten. Okay, aber das ist interessant. Das werden wir natürlich hier jetzt mal aufziehen und dann bin ich mal wirklich gespannt, ob sich das visuell hier irgendwie zeigt. Bisher zumindest nicht. Ja. Aber ich bin irgendwie zuversichtlich, dass hier wahrscheinlich was passieren wird. Wir werden mal nur mit John reingehen. Ich denke, das wäre sinnvoll. So. Sag mir, was zu tun. Aha. Okay, wir werden doch mit allen reingehen. Du hast uns angegriffen, du Babsack. Das, jetzt ergibt natürlich alles seinen Sinn. Okay, dann drauf auf das Vieh. Okay, alles klar. Ein Wächter, der letzte Wächter hier vor seinem Grab. Aber cool gemacht. So natürlich kein Problem mehr. Ihr müsst stärker ausholen, Mensch. Ausholen! Deswegen hat man auch überall den Damage bekommen. Natürlich, das Vieh ist uns unsichtbar gefolgt. Sorry, Yoshimo, dass ich deine Künste in Frage gestellt habe. Es tut mir wirklich leid. Oh. Doch ja. Noch kein Grab? Es geht noch weiter? Ihr braucht meinen Rat, nicht wahr? Bin mal gespannt. Yoshimo ist bereit. Okay. Die Natur es ist noch nicht geschafft, aber hier Einzug finden, kann ja nicht mehr viel kommen. Ja gut, das ist fake. Könnte höchstens hier halt noch ein bisschen was sein, ne? Aber dann ist die Karte halt auch einfach voll. Ja, irgendwie ist das alles fake. Schaut mal. Was war das? Wartet mal, vielleicht muss ich da auch mit der Königskrone, mit der Maske. Vielleicht sehe ich da dann wieder besondere Türen sogar, wer weiß. Okay, aber irgendwas ist da auf dem Boden.
Oh, das ist das Grab, doch. Wir haben es anscheinend. Zumindest liegt da ein geiles Zeug. Mal kurz gucken, weil... Oh, ja, anscheinend haben wir es wirklich. Das habt ihr gut gemacht. Ich hatte meine Zweifel bei diesem Plan, aber er hat funktioniert. Besorgt dir einen Trottel, der das Risiko übernimmt, und dann begraben wir ihn in der Gruft und nehmen uns den Schatz. Oh, das kannst du sowas so knicken. Was für eine... Na, okay. Tut mir leid, dass ich eure Illusion über diese wissenschaftlichen Abenteuer zerstören musste, aber mir liegt mehr daran, für wie viel ich diese kostbaren Gegenstände verkaufen kann. Bist sowas von tot. Boah, was für ein Hinterhalt. Okay, vielleicht sind auch wir tot. Mal schauen. Ich warte. Oh, ich glaube, den Kampf machen wir das nächste Mal. Aber wisst ihr was? Ich bin so frech. Oh, wohl. Ja. Das Einzige, was ich jetzt noch gerne machen würde, sind die Dinger zu identifizieren. Das mache ich jetzt rotzfrech hier. Das gucken wir uns an und den Kampf machen wir dann das nächste Mal. Das werden wir schon hinkriegen. Wir haben ja gespeichert. Schauen wir doch mal, weil Langschwert interessiert mich natürlich sehr mit, ja eigentlich egal, mit Zaubern. Der Drachentöter Peridan, Peridan plus 2. Es gibt nur wenige, die es wagen, derartige Gegenstände anzufertigen, weil jeder Zorn des Drachen, der Drachen fürchtet. Ja, wir wollen ja im nächsten Part auch zu Firecrack, ne? Wäre vielleicht nicht schlecht. Und wir haben, glaube ich, in unserem Sarg noch irgendeine Waffe, die richtig geil gegen Drachen ist. Also Firecrack probieren wir zumindest einmal. Mal schauen. Wahrscheinlich haben wir eh keine Chance. Naja, und wie könnte man ihren Zorn wohl stärker erregen als durch die Anfertigung von Gegenständen zum Töten von Drachen? In einer Zeit, die schon lange vergessen ist, bestand jedoch die Notwendigkeit, der Drachengefahr zu begegnen. Daher wurde dieses Schwert geschmiedet. Es schützt den Träger durch seine starke Verzauberung davor, jene Furcht zu empfinden, die nur allzu natürlich ist, wenn man das aufgerissene Maul eines Drachen starrt. Zudem regeneriert der Träger wird nicht von unsichtbar getäuscht und verursacht gar doppelten Schaden gegen die mächtigsten Kreaturen der Reiche. Unsichtbares Entdecken einmal täglich. Der Träger ist immun gegen Furcht. Ein Trefferpunkt pro Phase. Das ist ziemlich gut. Und doppelt gegen Drachen, ja. Das ist ein sehr gutes Schwert. Das werde ich mir auf jeden Fall gönnen, zumindest im Kampf gegen Firecrack. Vielleicht ist es auch was für immer. Muss ich dann nochmal vergleichen. Dann wird das wohl ein Drachenschild sein, ha? Ja, nice. Drachenschuppenschild plus 2. Auch dieser mächtige Gegenstand wurde vom Hexer Wormsor hergestellt. Der Schild besteht aus der Haut eines roten Drachen, die über einen Stahlrahmen gespannt wurde. Grüne und weiße Drachenschuppen sind so auf dem Schild angebracht, dass sie ein Muster ergeben, das sich aus dem richtigen Blickwinkel zum Antlitz eines uralten Drachen formt. Oh, cool. Das ist ja nice. Alle Ressis hier auf 25, schon mal gut. Und der RK-Bonus minus 3 ist jetzt nichts für mich selbst, aber eventuell etwas für die anderen Schildträger. Muss ich mal das nächste Mal vergleichen. Das sind gute Items. Die werden wir auf jeden Fall hier in diesem Hinterhalt hier nicht hergeben. Wie wir uns im Kampf gegen Chuck und Kaol und Akal und so weiter schlagen werden, das sehen wir schon bald und diesmal wirklich schon bald. Das nächste Mal, wenn es hier weitergeht mit Let's Play Baldur's Gate 2. Also Freunde, bis denne!